Sieht so ein bisschen aus, als ob die Mitte einfach vergrößert wurde. Das ist immer die Mitte, ne? Das ist die Mitte. Okay, also... Vielleicht? Wenn dann das. Und dann so ein... Sowas. Und dann... So. Wie gesagt, ich verstehe so rein nicht. Wirklich nicht. Das ist für mich super schwer, da irgendwas hinzukriegen. Symbol eines Apfels. Das ist was, das gebe ich ganz offen zu, das habe ich nie verstanden. Nie. War für mich immer unlogisch, wie Reihen funktionieren. Also wenn man mir Reihen erklärt, dann kriege ich es auch hin. Aber das war's. Also selber auf Reihen kommen, ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, da bin ich ganz ehrlich. The entire inn is enchanted. We need to find a way to see past this illusion. Achso, wir sollen quasi Dinge finden, die anders sind. Wobei nur ein bisschen anders nicht zählt. Es muss wirklich signifikant anders sein. Weil hier zum Beispiel... Das hier hat sich nicht geändert gehabt. There we go. This is the real inn. We'll have to remove enchantments in the other places as well. Wie mache ich das? Kohle ist da, aber es fehlt Anzündholz und Feuer. Ich werde Ausschau danach halten. Auf dem alten Kleiderbügel ideal, etwas darauf aufzuhängen, damit es was, um damit den Ofen anzufeuern. Aha. Dort ist etwas in den Spinnweben. Ein Foto. Banshee leben so lange, wie ihr Kummer anhält. Sie lauern in Schränken auf ihre Opfer. Banshees hassen Wärme. Halte dein Haus also immer schön warm. Vorsichtig. Vorsichtige Reisende sollten ihre Ohren schützen, wenn sie sich an Orten aufhalten, wo Banshees leben. Diese unheimlichen Kreaturen namens Doppelgänger sind sehr selten. Sie sind schwer zu identifizieren und noch schwerer zu bändigen. Sie widerstehen allem, es sei denn, ihre Maske wird zerbrochen. Bei Begegnung mit solchen Kreaturen wird geraten, die Maske zu zerbrechen und ihr einen Spiegel vorzuhalten. Wir brauchen also einen Spiegel. Durch ein kompliziertes Schloss geschützt. Das letzte Teil fehlt ja wie immer. These masks shouldn't be here. If we remove them, we can remove the room's enchantment. Jetzt, wo du das sagst. Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
weil ich ehrlich bin, dass ich es gar nicht so leicht finde. Ach, die anderen bleiben. Ich habe die ganze Zeit nach dem gesucht und dachte mir so, das ist gar nicht so leicht. Kleber. Eine Tube mit Holzkleber. Vielleicht kann ich die Treppe reparieren, wenn ich Holzbretter finde. Teppich wird schon lange nicht mehr abgekehrt. Aha. Und da war so viel Dreck drauf, dass du nicht mitbekommen hast, dass da drunter ein Magnet ist? Dein Ernst? Diana, ist dies das Mädchen, das ich im Fenster gesehen habe? Sind alle abgeschlossen. Ich brauche viele Schlüsse, um sie alle zu öffnen. Okay. Jetzt sag aber nicht, ich kann hier Magneten kaputt machen. Nein, gut. Ich hatte schon Angst. Ich habe immer Angst vor Unlogik. Was für ein Mauseloch? Ach, ja, genau, habe ich sofort gesehen. Ja, ich bin unaufmerksam. Hä? Wähle einen Schlüssel und öffne das entsprechende Fach damit. Ah! Ich verstehe. Es geht um die Umrandung. Oh. Es geht um die Umrandung. So. Grün. Schon mal da sind. Gelb. Grün. Eigentlich lila. Ach so. Ja, man muss auch auf das andere achten. Sich dann nicht wundern, warum es nicht funktioniert. Ein Schrankstück. Ist durch ein Passwort geschützt? Der richtige Name. Diana. Schwierig, schwierig.
Kassettenrekorder. Die Puppen würde ich auch im Schrank wegschließen. Hallo. So, auf geht's. Gut, dass wir unsere immer verlässliche Taschenlampe dabei haben. So. These earmuffs will protect us from the Banshee's wail. Nun mit einem mächtigen Zauber versiegelt, sind dies etwa Umrisse von Fotos. Wir waren so glücklich. Die Arme. Achso, sie verstecken sich in Schränken. Kissen. Eine Vase. Ein Gemälde.